Willkommen zurück zu Let's Play Blades of Time. Ja, in der letzten Folge sind wir durch dieses tolle Portal gekommen, kurz nachdem wir Michelle kennengelernt hatten. Und irgendwie können wir an der Stelle anscheinend nicht rennen. Soll man sich daran erinnern, trotzdem alles kurz und klein zu hauen oder klein zu schießen? Dafür ist es ja da. Wir können uns immer noch sofort bewegen. Zack. Aber ohne Truhe hier in der Nähe? Nee, gut. Okay. So, das müsste die letzte Kiste gewesen sein. Genau. So, wo geht's denn raus? Ach da. Keine Wächter. Wie seltsam. Was ist, wenn hier Monster reinkommen? Die werden getötet. Aber warum können sie gerade nicht rennen? Wartet mal. Irgendwas nach Steuerung gerade falsch gemacht? Laufmodus. Sind wir gerade irgendwie auf Alt gekommen anscheinend. Wartet mal. Aha. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Was? Verdammt, hast du mich erschreckt. Vor mir kann man schon Angst haben, was? Bist du Ayumi? Michelle meinte, du würdest kommen. Ich bin Vern. Hi. Komm, ich führe dich herum. Na dann führ uns mal rum. Zeig mir, was du... Zeig uns, was du so hast hier. Ich hab vom Plan mit den Korallen gehört. Hey, das ist nicht nur ein Plan. Keine Ahnung, woher dieses Schiff stammt. Aber wir reparieren es, beladen es mit Vorräten und lassen diesen Ort hinter uns. Scheint fast, als hätte das schon jemand probiert. Als Michelle dieser Plan einfiel, haben wir alle Hoffnung geschöpft. Wir müssen an ihn glauben und dürfen nicht aufgeben. Deine Schwarzmalerei muss aufhören. Und überhaupt, kannst du eigentlich irgendwas? Du meinst, ob ich mit Hammer und Säge umgehen kann? Wir nehmen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es gibt nur eine Regel. Der Ausgang im Norden ist tabu. Halt dich von ihm fern. Mich interessiert aber, was dort ist. Das interessiert jeden, aber dort gibt es nichts Wichtiges. Wer doch hingeht, kommt nicht zurück. Und Michelle wird auch richtig wütend. Sei einfach froh, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Hey, Vern, kannst du mir kurz helfen? Nein! Ich muss weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ja, dann fühlen wir uns mal wie zu Hause. Ja gut. Schauen wir mal, was wir so finden hier. Ach, hier können wir nur laufen. Hier können wir gar nicht sprinten. Ist ja kacke. Wenn die läuft, sieht irgendwie ein bisschen kacke aus, die Animation. Naja, egal. Wackelt ein bisschen sehr mit dem Arsch, die Gute. Muss ich mal so sagen. Aber ich meine, wem es gefällt, ne? So, was müssen wir jetzt eigentlich in dem Schiff hier machen? Was willst du? Dein Leben. Lauf besser weiter! Beweg dich! Ach, halt die Schnauze, Junge. Was willst du? Dein Leben. Was willst du? Ja, ist ja gut. Nicht, wie ich das festmache. Was willst du? Nägel und Bolzen reichen nicht. Jede Vibration würde die Teile in Schwingung versetzen und sie würden auseinanderfallen. Vielleicht sollten wir Teer kochen. Hier können wir auch noch nicht rennen. Das hier ist Sperrgebiet. Kehr um. Hier geht es nicht weiter. Das sagst du. Da kannst du nicht rein. Tut mir leid. Sagst Anweisung du. Von Michelle. Ist mir egal. Wo willst du hin? Sie hat Waffen. Fangt sie. Ohne Schlüssel komme ich nicht weiter. Vielleicht alle haben die Wächter den Schlüssel. Ich brauche Hilfe! Alle hierher! Wir brauchen Hilfe! Hey. Was
einfach auf mich schießen zu wollen. Darüber reden wir noch mal. Sind denn hier alle verrückt? Das ist ein schlechtes Omen. Das bedeutet nichts Gutes. Auf alle Fälle haben wir einen Schlüssel gefunden. Also dann, raus hier. Truhe? 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 Nee, schade. Okay. Keine Truhe. Vor allem, sie hat Waffen. Das haben sie echt verdammt früh mitbekommen, oder? Der ganze Zeit nur mit unseren zwei Schwertern durch die Gegend gerannt. Aber egal. Du hattest kein Mitleid für diese Leute. Nö. Ich hatte keine Wahl. Verstehst du das denn nicht? Ich muss doch weiter. Ich gebe dir keine Schuld. Was geschehen ist, ist geschehen. Bedenke aber, du hast dir jetzt neue Feinde gemacht. Ja, irgendwie mussten wir ja da durch, ne? Insofern blieb uns ja nicht wirklich was anderes übrig. Was ist denn jetzt? Neuen Feind gestoßen. Dornen. Oh Gottes Willen. Alter. Feuer. Sie ist eine Verräterin. Tötet sie. Das war jetzt nicht so toll. Und diese Drecksdorn, die erkennt man übelst kacke. Was macht sie? Wie bist du hierher gekommen? Sie kann nicht hier bleiben. Feuer. Alter, die schmeißen Granaten! Alter Vater! Wieso schmeißen die Granaten? Haha, nice. Ach, der lebt noch? Okay. Aber jetzt nicht mehr. Ah. Da ist ja was. Wie merkwürdig. Ja, gut. Sie haben den Altar direkt vor der Nase. Warum nutzen Sie ihn nicht? Weil Sie nicht Warum können. Warum lernen Sie nicht zu zaubern? Weil Sie nicht so schlau sind wie du, Ayumi. Oh, unser Kompass reagiert. Guck mal. Irgendwas muss hier muss eine Truhe in der Nähe sein. Rageschonung. Mehr Rage durch den Einsatz von Kompos und Magie. Frostwaffe. Feuerwaffe. Kleidbrand. Frostrache. Schattenfreund. Schattenfreund, das ist gut. Ein Schattenduplikat kommt, wenn die Energie abnimmt und die Fähigkeit zuweilen nicht eingesetzt werden kann. Das nehmen wir erstmal.
Auf alle Fälle. So, und dann nehmen wir noch. Ach komm. So. Oh nein! Wieder dieser Mistkerl! Alter. Na geil, hier ist irgendwo eine Truhe, ey. Alter. Drachenamulett. Hilft feindlichen Attacken auszuweichen. Nehmen wir. Ausrüsten. Boah, ich brauche unbedingt meinen Zeitsprung hier mal ein bisschen fix, ey. So, das müsste reichen. Aber jetzt pronto werde hier. Mistvieh. Kann man nur hier leben? Unfassbar. Oh ne, das Vieh nervt mit der Zeit. Vor allem, wenn da noch eine Tour in der Nähe ist. Die Flora hier ist einfach erstaunlich. Ich habe eine ganze Kolonie der herrlichsten Blumen. Ihn gibt's auch noch. Sie sind riesengroß und schweben frei in der Luft. Ich möchte sie gern genauer studieren. Ihrer Struktur nach scheint es sich um eine Art Korallen zu handeln, auch wenn das schwer vorstellbar ist. Und als ich versuchte, einige Exemplare davon mitzunehmen, wichen sie mir aus und kehrten wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. Es scheint fast, als seien sie lebendig oder irgendwie verzaubert. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Na dann. So, wartet mal. Ne, bleib mal bei dem Drachenamulett oder nehmen wir Rubin. Attacken ausweichen können wir auch so. Wir bleiben bei schweren Treffern hier. So. Wieder eine Truhe in der Nähe. Sehr gut. Ach, da steht sie. Ring der Ewigkeit. Die Rage erhöht sich nach Energie. Nach Erhalt. Die Rage erhöht sich nach Erhalt von Energiepunkten nicht vollständig. Na, da bleibe ich über verlängert die Wirkung von Brandzaubern. Klingt irgendwie lustiger. Oder im Wirkungsbereich. Ach, wir nehmen Wirkungsbereich wieder rein. Was tun diese Leute hier? Dieser Zeppelin ist offensichtlich eine Mogelpackung. Vielleicht haben sie nur Angst zuzugeben, dass es keinen Ausweg gibt. Wenn du das sagst. Ich habe so das Gefühl, hier kommen gleich Gegner. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl. Rühr dich nicht von der Stelle! Wer hat dir erlaubt, da reinzugehen? Antworte! Denk nicht mal daran, in die Nähe der Tore zu gehen. Es gibt keinen anderen Weg raus. Was ist hier los? Das dachte ich mir. Warum hast du diesen Weg versperrt? Da draußen gibt es noch eine Teleportkugel. Ihr könnt von hier flüchten. Stimmt das? Natürlich nicht, du Dummkopf. Sie hat keinen blassen Schimmer. Geh zurück auf deinen Posten und bewach das Portal. Du kannst nicht hierbleiben und hoffen, dass dein altes Wrack irgendwann wieder fliegt. Das reicht. Michelle, du weißt sehr wohl, dass dein Plan Lücken hat. Tötet sie! Aber was wenn... Töte sie auf der Stelle! Oh oh. Sieht so aus, als hätte ich da was losgetreten. Alter, wo kommen die alle her? Noch welche?
Ach da. Autsch. Was denkst du dir dabei? Oh, ich hoffe, wir haben das vorne jetzt, oder? Das sieht zumindest da noch aus. Na dann öffnen wir mal das Tor. Au! Ja, jetzt kommst du an, ja, du Falkerhund, ja? So haben wir das gerne. Das Tor funktioniert nicht. Aber ich muss durch. Das funktioniert schon. Nutze den Zeitsprung, Ayumi. Vergiss nicht, diese Fähigkeit kann dir unterwegs helfen, viele Hindernisse zu überwinden. Nochmal von den Typen. Es ist nicht mehr weit. Was für Berge sie? Ja, kommt ihr mit Granaten an. Genau. Alter, wo denn? Ach, da! So, Doppelgänger hat aber komische Klamotten an. Obwohl es ein bisschen andersfarbig. Ach, du stehst noch? Noch einer? Oder war's das? Ich gehe mal davon aus, das war's. Das ist eine verlorene alte Stadt, erbaut durch die Ätherwächter. Das Portal ist im Inneren. Cool. Was haben wir hier? Vorsicht! Schlechte Neuigkeiten. Wir sind auf eine böse Kreatur gestoßen. Und unser Führer John ist tot. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Dieses Monster ist aufgetaucht und hat einfach so die Hälfte der Gruppe getötet. Es rennt ungeheuer schnell. Wir haben es mit allen möglichen Waffen beschossen. Doch da schien es nicht einmal zu spüren. Meidet diesen Weg. Sucht eine andere Route. Was auch immer es ist, versucht gar nicht erst, es zu töten. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Könnte das Vieh sein, was uns die ganze Zeit auf den Nerv geht? Hier könnte alles voller Fallen sein. Es ist Aufgabe der Ätherwächter, das Heim des Drachen zu beschützen. Aber sie mussten fliehen, als das Chaos kam. Jetzt ist das neutrales Gebiet. Die Ätherwächter leben inzwischen weit weg auf den Ätherinseln und kommen nicht mehr hierher. Das Chaos kann sich also frei ausbreiten. Immer dieses Chaos. Ach du Kacke, was ist das jetzt? Laserstrahlen. Ich glaube, jetzt hakt's aber hier, ne? Kann man nicht mal kaputt machen. Ach, die töten uns, wenn wir reinspringen. Ja, herrlich. Was ist das denn für eine Schweinerei? Ich sehe da wieder eine Truhe irgendwo. Und dann.
So, die Truhe muss ja hier in der Ecke stehen wahrscheinlich. Ja, da ist er. Zack. Ein Maschinengewehr, nice. Wir haben noch was hier, noch ein Ätherwächter. Wo haben wir das hergekriegt? Ätherwächter-Sturmgewehr. Erhöht die Gesundheit. Die Reiche erhöht sich nach Erhalt. Feindliche Flanke wirken weniger Schaden. Klingt eigentlich lustig. Von sieht doch geil aus. CDMG. Wir nehmen mal das Ätherwächter-Sturmgewehr erstmal. Da können wir noch mal das Maschinengewehr irgendwann austesten. Gar nicht mitbekommen, dass wir sowas haben. Das sieht doch geil aus. Gut, dann würde ich sagen, weil das für so eine Stelle finde ich, die passt ganz gut, um erstmal Pause zu machen. Ich weiß, die Folgen sind jetzt in letzter Zeit jetzt zum Beispiel die letzte und die Folge jetzt wieder etwas kürzer. Es liegt aber auch gerade so ein bisschen wieder an meinem Zeitrahmen. Mein Urlaub ist leider vorbei. Ich hatte in letzter Zeit Urlaub gehabt, letzten anderthalb, zwei Wochen. Die schon sehr über vorbei, deshalb habe ich nicht mehr wieder ganz so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich versuch's aber. Ich habe es euch beim letzten Mal schon versprochen. Jetzt habe ich es gebrochen. Naja. Wie gesagt, jetzt beim nächsten Mal, dann versuche ich es wieder, die Folgen von Plates of Time wieder länger zu ziehen. Bei Mass Effect klappt es ja auch ganz gut, aber Mass Effect ist halt, geht schneller zu rendern. Bei Plates of Time dauert das noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich versuche es ab der nächsten Folge dahin zu kriegen, dass wir wieder an die halbe Stunde rankommen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit unseren restlichen Videos. Nehmt weiterhin fleißig in unserem Adventskalender-Gewinnspiel bei. Es gibt nach wie vor tolle Sachen zu gewinnen. Und ja, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.